Herzlich willkommen zu 5 gegen 5 Spezial. Big Brother Stars spielen für einen guten Zweck. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olli Petzokat. Dankeschön, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von 5 gegen 5 hier bei RTL 2, das große Big Brother Spezial. Und auch heute haben wir wieder zwei Big Brother All-Star-Teams hier, die natürlich probieren, ganz, ganz viele Punkte zu holen, um ins große Finale in der letzten Big Brother All-Star-Sendung zu kommen, um dort einen guten Zweck zu erspielen. Insgesamt gibt es 10.000 Euro. Und die gibt es wirklich für einen guten Zweck. Und zwar, dieses Geld geht an die Organisation Caruna aus Berlin. Die kümmern sich um Drogen- und Straßenkinder in ganz Deutschland. Und jetzt stellen wir das erste Team vor, die Dorfmeister. Und das sind Bettina, Marco, Daniela, Michael und Sascha. In das große Finale wollen aber auch Harrys Helden. Herzlich willkommen auch an Harrys Helden natürlich. Einfach an Harry, Marion, Hanka, Linda und Josef. Das sind unsere zwei Rateteams für heute und wir starten auch gleich mit Runde Nummer 1. Bettina, trau dich. Hi. Für die Dorfmeister, Harry für Harrys Helden. Wir suchen die 6 häufigsten Antworten auf unserer Wand und wir haben wieder 100 Leute gefragt. Diesmal: Ihre Lieblingszimmerpflanze verliert plötzlich fast alle Blätter. Was tun Sie, um sie zu retten? Harry. Entlausen. Entlausen. Nicht mit dabei, aber ich fand die Antwort gar nicht mal so schlecht. Bettina. An einen anderen Platz stellen vielleicht. In der Einfach Wohnung. An einen anderen Platz stellen. Mit dabei, das heißt, die Frage geht an euch, Harry, wir sehen uns gleich. Bettina, du bist die Chefin von den Dorfmeistern. Ja. Und du warst ja bei Big Brother das Dorf mit dabei und du hast ja dort den Marco kennengelernt. Und die Frage, die brennt uns natürlich alle unter den Nägeln. Seid ihr noch zusammen? Ihr habt ja geheiratet, große Hochzeit mit allem drum und dran. Ja, wir sind noch verheiratet. Wohnt ihr noch zusammen? Ja, auch. Ihr habt ja einmal standesamtlich geheiratet und dann habt ihr in der mondänen Dorfkapelle geheiratet. Aber es soll noch eine... Ja, schon noch eine kirchliche Hochzeit geben, aber der Zeitpunkt ist noch nicht ganz geklärt. Aber haben wir auf jeden Fall geplant. Okay, dann weiter so, momentan sieht es gut aus für euch. Bettina, stell doch mal bitte deine Dorfmeister alle vor. Ja, das hier neben mir ist mein reizender Ehemann, der Marco. Daneben haben wir die immer lachende Daniela. Daneben ist unser Favoritenkiller, der Michael. Und unser Komiker, der Sascha. Die Dorfmeister! Und Teamchefin Bettina hat einen vorgelegt. Lieber Marco, wir haben 100 Leute gefragt, ihre Zimmerpflanze verliert plötzlich fast alle Blätter. Was tust du, um sie zu retten? Wasser geben. Eine sehr gute Idee. Ist das mit dabei? Natürlich erstmal gießen, den alten Kaktus. Top Antwort, noch kein Kreuz. Daniela, was tust du? Ja, ich tue so düngen. Einfach mal düngen. Michael, ja, Michael verdreht die Augen. Wir gucken auf die Wand. Aha, düngen also mit dabei. Michael, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was du auf der Pfanne hast. Umtopfen. Umtopfen. Auch mit dabei. Auf Platz Nummer 4. Noch kein Kreuz und noch 2 offene Antworten. Sascha, was machst du mit deiner Lieblingszimmerpflanze? Ich habe nur Plastikblumen. Warte mal. Neu kaufen. Einfach mal eine neue kaufen, um sie zu retten. Mhm. Nicht mit dabei, das erste Kreuz. Bettina. Ich weiß nichts mehr. Das war nicht in der Zeit. 2 Kreuze. Harrys Helden rotten sich zusammen, um Punkte zu stehlen. 59 an der Zahl. Aber wie ich Marco kenne, lässt er nichts anbrennen und sagt jetzt die richtige Antwort. Und zwar? Mit dir reden? Ich weiß nicht, mit mir oder mit der Pflanze, aber mit ihr reden? Auf Platz Nummer 6 mit der Pflanze reden. Daniela, eure letzte Chance. Oh, neue Erde geben? Neue Erde geben. Nicht mit dabei. Ihr hattet Zeit, euch zu beraten. Josef, nicht mehr in die Sonne stellen. In die Sonne stellen, Linda. Beschneiden. Hanka. Klingt zwar hart, aber würde ich auch machen. Beschneiden. Marion. Ja, auch beschneiden.
Harry, schließt du dich auch irgendeiner... Auch mit der Angst, dass wir eine Laus mit durchschneiden. Wir beschneiden die denn, ja. Die Pflanze beschneiden. Nicht mit dabei, die Punkte bleiben also bei unseren Dorfmeistern. Ja, was macht man denn, um seine Lieblingszimmerpflanze zu retten? Auf Platz 2. Erstmal zum Floristen gehen, um Rat fragen. Nun denn, Harrys Helden. Lieber Harry, der Fels in der Brandung steht ja hier vor mir. Du hast ja eine gemixte Gruppe ausgesucht. Möchtest du die alle mal vorstellen? Ja, da haben wir zuerst mal unsere junge Mutter, die heute auch Geburtstag hat, die Marion. Dann meine spirituelle Muse, die Hanka. Und die Stimme aus dem Container, die Linda. Und unseren Josso, der boxt uns wieder raus, wenn was schief läuft hier. Meine Damen und Herren, Harrys Helden. Lieber Harry, du hast den Container-Blues gesungen. Würdest du das noch mal ganz, ganz kurz ansehen? Den Container-Blues. Das ist der Container-Blues, den ich euch singen muss. Zu 10 sitzen wir hier, trinken Wein und Bier. Das ist der Container-Blues. Wer weiß ich eigentlich gar nicht, wer davon Harry ist. Und der Container-Blues, meine Damen und Herren. Marco für die Dorfmeister und Marion für Harrys Helden. Vielleicht klappt es ja in dieser Runde für euch. Wir suchen jetzt noch die 5 häufigsten Antworten auf unserer Wand. Und wir haben wieder 100 Leute gefragt. Diesmal nennen Sie einen aktuellen Formel-1-Fahrer außer Michael Schumacher. Marion. Harald Frenzen. Der Herr Frenzen. Der fährt in der DTM nicht mit dabei. Marco, eine richtige Antwort von dir? Ralf Schumacher. Na klar, wenn es der Michael nicht ist, dann ist es der Ralf. Top-Antwort, Ralf Schumacher, Marco. Marco hat die Top-Antwort geliefert für die Dorfmeister. 100 Leute haben wir gefragt, nennen Sie einen aktuellen Formel-1-Fahrer außer Michael Schumacher. Daniela. Ich sag der hübsche Alonso. Auf Platz 2, Fernando Alonso. Michael. Ja, ich sag den Namensvettern von mir, ne? Herrn Button. Sozusagen. Der Jensen. Nicht mit dabei, stimmt natürlich auch. Der fährt aktuell aber nicht mit dabei. Sascha. Baricello. Der ehemalige Teamkollege von Herrn Schumacher. Der Rubens. Mit dabei auf Platz Nummer 5. Ein Kreuz, noch 2 offene Antworten. Bettina, nicht spicken, sonst setzt es was. Hackingen, fährt er noch überhaupt? Ich weiß es nicht, ich sag mal. Hacking. Ist im Gespräch, dass der wieder, aber ich ist glaube nicht. Ich guck auf die Wand. Nein, der Mika nicht mit dabei. 2 Kreuze, Harrys Helden rotten sich zusammen, um Punkte zu spielen. Marion, du kannst gerne mitmachen. Da einfach hingehen. Kein Problem. Marco. Nicht in der Zeit. Ihr hattet kurz Zeit, euch zu beraten. Yusuf kennt sich aus. Kimi Räikkönen. Sagt Räikkönen, Linda. Ich sag das Gleiche. Anka. Tito. Dito. Marion, also entweder das gleiche Dito oder Kimi Räikkönen. Iceman, Kimi Räikkönen. Und er nennt den Herrn Räikkönen. Und er ist mit dabei. Das heißt, die Punkte gehen auf das Konto von Harrys Helden. Wir gucken auf den, erstmal auf die Wand, weil es waren ja noch nicht alle. Auf Platz Nummer 4. Der Juan Pablo Montoya. Der Punktestand momentan auf Platz Nummer 2. Harrys Helden mit 61 Punkten. Und auf Platz Nummer 1 die Dorfmeister mit 65 Punkten. Das ist knapp. Nach der nächsten Runde wird ein Team sehr souverän in Führung gehen. Denke ich auf jeden Fall in Runde Nummer 3. Daniela für die Dorfmeister und Hanka für Harrys Helden. Es geht um die doppelte Punktzahl in der dritten Runde und wir suchen jetzt noch die 4 häufigsten Antworten auf unserer Wand. Und wir haben wieder 100 Leute gefragt. Diesmal, worauf achten Sie beim Kauf eines DVD-Rekorders? Daniela. Auf die Marke. Auf die Marke. Auf Platz 3 ist die Marke, das heißt eine bessere Antwort von Hanka vielleicht? Ich würde doch der Preis sagen. Und es ist der Preis. Die Frage geht an euch, Hanka.
Muss ich wieder weggehen? Jetzt habe ich fast hingelegt. Wir haben ja in jeder Staffel immer wieder Bilder aus den älteren Big Brother Staffeln verfolgen können, uns angucken können. Und es gab jedes Mal wieder die große Diskussion der Nominator und Hanka. Und da wurde gepöbelt mit allem drum und dran, um dieses Thema letztendlich endgültig abzuschließen. Gibt es noch Stress? Habt ihr euch ausgesprochen? Ja, also wir haben uns auf alle Fälle also ausgesprochen, haben wir schon. Ich meine, der Christian, der da drin war, ist mir ja draußen nicht begegnet. Der draußen war mir sehr viel lieber und der war sehr nett. Jetzt ist es raus, Herr Möllmann. Da kann man leider nichts machen. Wir haben 100 Leute gefragt, worauf achten Sie beim Kauf eines DVD-Rekorders, Linda? Ich würde sagen Qualität. Auf die Qualität sollte man? Aber nicht unter den Top 4 dabei. Erst ein Kreuz, kein Grund zur Unruhe. Josef? Auf Abspielmöglichkeiten. DivX oder MPEG. Das Erstgesagte zählt. Ist es dabei? Und natürlich sind es die abspielbaren Formate. Was kann man da alles reinstecken? Salami, Käse, Rohlinge. Harry. Optik und Design. Sehr gut. Sehr gut. Optik und Design. Zwei Kreuze, die Dorfmeister rotten sich zusammen, können gleich Punkte stillen. 156 Punkte, die Antworten sind ja alle richtig, aber halt nicht mit dabei. Unter den häufigsten, Marion. Die Bedienbarkeit. Die Bedienbarkeit. Auch nicht mit dabei. Ja, meine Güte, geht auf eure Positionen. Sascha, dein Tipp. Ob er einen internen Speicher hat. Michael. Auf die Größe. Daniela. Wie man ihn hinstellen kann, hochkant. Marco. Auf die Größe. Darauf kommt es an, oder Bettina, was sagst du? In dem Fall jetzt nicht, würde ich sagen, ich würde eher sagen Klang und Ton, also Sound, wie sich das anhört, was das Ding zu bieten hat. Ja, sag ich jetzt mal entgegen meiner Mitspieler. Eine kurze, knappe Antwort von Bettina, wir gucken auf die Wand. Nichts mit dabei, die Punkte gehen also auf das Konto von Harrys Helden. Unglaublich. Auf was achtet man denn noch beim Kauf eines DVD-Rekorders? Auf Platz 4. Auf die Farbe muss ja auch irgendwie zur Tapete passen. Wir gucken auf den aktuellen Punktestand. Auf Platz Nummer 2 die Dorfmeister mit immer noch 65 Punkten. Und auf Platz Nummer 1 Harrys Helden mit 217 Punkten. Aber Sie wissen das ganz genau und euch sei das auch gesagt, das hat gar nichts zu bedeuten. Denn jetzt spielen wir um die dreifache Punktzahl in Runde Nummer 4. Los geht's. Michael für die Dorfmeister und für Harrys Helden, die Linda. Dreifache Punktzahl in Runde Nummer 4 und wir suchen auch nur noch die drei häufigsten Antworten auf unserer Wand. Und wir haben wieder 100 Leute gefragt diesmal. Nicht, wo ist deine Hand? Nennen Sie eine Ausrede, die Sie der Politesse erzählen, die Ihnen gerade ein Knöllchen... Michael? Ich habe falsch geparkt. Du sagst ihr, du hast falsch geparkt. Das hat sie dann, glaube ich, gesehen und dir deswegen ein Knöllchen gegeben. Ist es dabei? Nicht mit dabei, Mensch, Michael. Linda, was sagst du? Ich sage, ich weiß nicht. Sie weiß es auch nicht. Dann bleibt bitte beide vor mir. Ich gebe die Frage weiter. Sascha, deine Chance. Was sagst du? Ich habe das Schild nicht gesehen. Der Sascha hat einfach das Schild nicht gesehen. Top-Antwort, das Schild übersehen, die Frage geht an euch. Michael, rüber mit dir. Mensch, Meier, die Dorfmeister, und du bist ja der Dorfmeister. Du hast Big Brother das Dorf gewonnen, lieber Michael. Ich war der Letzte, ja. Du warst einfach mal der Letzte. Und du hast insgesamt wie viel Geld mit nach Hause genommen, mit allen Prämien? Was war das ungefähr? 260, 70. 260, so in dem 1000. Schnitt, ja. Sonst fragt man, was hast du dir gekauft? Weltreise gemacht mit allen drum und dran. Was hast du getan? Nö, also der größte Teil liegt noch auf dem Konto und wird irgendwie mal ein bisschen angelegt, aber zurzeit nichts groß angeschafft, war halt im Urlaub. Und erstmal ein bisschen zurückhalten, genau. Mal gucken, wie alles weitergeht. Genau. Nennen Sie eine Ausrede, die Sie der Politesse erzählen, die Ihnen gerade ein Knöllchen ausstellt. Bettina. Ich würde sagen, ich habe kein Kleingeld gehabt und ich war gerade wechseln. Aber nicht mit dabei. Schade. Oh, ja. Marco. Ganz einfach, ich hatte keine Zeit. Du hattest einfach keine Zeit. Ich hatte es eigentlich. Zwei Kreuze, Harrys Helden, können sich zusammenrotten, können sich beraten. Es geht um 195 Punkte und Sie sehen es an der Punktzahl. Wer diese Runde gewinnt, ist im Finale. Daniela. Ich würde sagen, wie ist meine Zeit schon abgelaufen? Ja, vom Parkschein. Wie viele von den 100 Leuten haben gesagt, das, was Daniela gerade gesagt hat?
auch keiner gesagt. Unglaublich. Es geht um 195 Punkte vielleicht. Josef, was sagst du? Ich sag, ich war nur kurz weg. Eine Minute. War nur kurz weg, Linda? Der Wagen ist einfach stehen geblieben. Annika? Also auch ich würde einen technischen Defekt, glaube ich, vorschieben. Marion? War nur kurz weg. War nur kurz weg Sekunden. Oder der Wagen ist durch Zufall in diese Parklücke reingerollt, ja, seitlich. War kurz Brötchen holen oder so. Ich war nur kurz weg, wollte was ein- oder ausladen. Ja. Ja! Und es ist Auto, B und Entladen, das gehört dazu. Das heißt, im Finale sind Harrys Helden. Wir gucken auf die Wand, auf Platz 3. Ein dringender Toilettenbesuch hätte euch vielleicht gerettet. Dafür habt ihr jetzt Zeit. Bettina, schön, dass ihr dabei wart. Großer Applaus für die Dorfmeister. Harry, es war sehr nett von euch, dass ihr es ein bisschen spannend gemacht habt. Ja, man muss ja auch ein bisschen was geben. Ne? Also es gilt ja darum, die möglichst höchste Punktzahl zu erreichen, um dann ins große Finale zu kommen. Momentan steht eine Marke von, ich glaube, 195 Punkten. Die solltet ihr mindestens erreichen. Wer tritt im Finale an? Wir wollen den Zuschauern ja einen Augenschmaus bieten. Deshalb unsere liebe Hanka und die Linda, die beiden reißen sich um den Job. Die arme Marion ist gerade an dieser Stelle. Wer tritt im ersten? So zwischendurch, gell? Aber es als mentale Stütze vielleicht. Immer so, ne? Wer tritt im ersten Finale an? Hanka. Hanka. Das heißt, Linda, du gehst nach hinten, ja, in unsere schalldichte Kabine. Hanka, komm zu mir nach vorne. Jetzt zählt es. Jetzt müssen viele Punkte geholt werden. Wenn Sie auch Punkte holen wollen und auch gewinnen wollen, 5.000 Euro zum Beispiel, dann bewerben Sie sich doch einfach unter dieser Adresse. RTL 2 Fernsehen, Stichwort 5 gegen 5, Postfach 901063 in 81510 München oder unter www.rtl2.de. Und wir starten mit dem Big Brother Spezialfinale hier bei 5 gegen 5. Los geht's. Liebe Hanka, du trittst im ersten Finale an für Harrys Helden. Und nochmal die Erklärung, es gilt jetzt, möglichst viele Punkte zu holen, denn die Teams unserer Big Brother Allstars, die im Finale waren und die meisten Punkte geholt haben, die beiden besten Teams, werden im großen Finale dann um die 10.000 Euro spielen, die dann an einen wohltätigen Zweck gespendet werden. Momentan auf Platz 1 die Matchmaster mit 194 Punkten. 195 sollten es insgesamt werden. Das ist auf jeden Fall machbar. Ich gebe mir Mühe. 20 Sekunden hast du auch Zeit. 5 Fragen, 5 Antworten. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann sagst du einfach weiter, steht die Frage am Ende nochmal. Die Zeit läuft, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Viel Glück und los geht's. Okay. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie eine Möglichkeit, sich über das aktuelle Fernsehprogramm zu informieren? Aus der Zeitung. Etwas, das man mit den Füßen macht? Laufen. Ein Getränk, das man meistens kalt trinkt? Limonade. Ein Land, in dem es häufig regnet? Deutschland. Ein Song von Nena? 100 Luftballons. 1000 Luftballons? Die Zeit Luftballons ist damit vorbei. Das Erstgesagte zählt. Hanka, komm ran. Wie viele Luftballons sind es denn jetzt? Ich darf das gar nicht sagen, dass ich Nena. 99 Luftballons ist der eine. Das macht dann nur nichts. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dann das 5 gegen 5 Schiedsgericht zu dieser Antwort sagt, weil du hast ja das Richtige gemeint. Aber ja, mal gucken. Wir schauen einfach mal. Ach, der eine Luftballon. Der eine Luftballon. Lassen wir 5 gerade sein. Ich weiß es nicht. Wir gucken auf die Wand. Komm zu mir. Ach, okay. Lieber Hanka, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie eine Möglichkeit, sich über das aktuelle Fernsehprogramm zu informieren. Du hast gesagt? Zeitung. Und das sagen 45 Leute. 45 Punkte auf dem Konto von Harrys Helden. Hat Hanka bereits eingefahren. Nennen Sie etwas, das man mit den Füßen macht. Du sagst natürlich laufen. Und das sagen 26 Leute. Nennen Sie ein Getränk, das man meistens kalt trinkt. Du hast dich entschieden für die Limonade. Und das sagen 17 Leute, 88 Punkte bereits. Sieht ganz gut aus. Nennen Sie ein Land, in dem es häufig regnet. Und du hast gesagt Deutschland. Deutschland. Regnet des Öfteren, das stimmt. Und Deutschland sagen 28 Leute, 116 Punkte. Und jetzt nennen Sie einen Song von Nena. Hanka hat gesagt 100 Luftballons. Ach, das ist so. Na. Und es ist das leider so, dass was gesagt wird, wird auch so gewertet. Und 100 Luftballons sagten Nena.
0. 116 Punkte, trotzdem eine sehr souveräne Punktzahl. Applaus für Hanka, geht zurück zu Harrys Helden. Das war das erste Finale. Und wir machen weiter mit dem zweiten. Liebe Linda, ja. Ihr müsst auf jeden Fall die 194-Punkte-Marke knacken. Okay. Hanka hat gut vorgelegt. Bestimmt 195 schon? Nein, nicht ganz. Aber schon ganz souverän. Ich lasse dich noch ein bisschen im Ungewissen. Okay. An dieser Stelle, du sollst alles geben. 25 Sekunden Zeit für dich. 5 Sekunden mehr, denn falls du etwas sagst, was Hanka gerade schon mal gesagt hat, dann hörst du dieses Geräusch. Und dann kannst du dir noch mal durch den Kopf geben lassen, mir eine neue Antwort geben. Und wenn du mal nicht weiter weißt, dann sagst du einfach weiter. Dann stelle ich die Frage am Ende noch mal. Okay. Los geht's. Okay. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie eine Möglichkeit, sich über das aktuelle Fernsehprogramm zu informieren. Internet. Etwas, das man mit den Füßen macht. Tanzen. Ein Getränk, das man meistens kalt trinkt. Bier. Ein Land, in dem es häufig regnet. Italien. Ein Song von Nena. Nena, 99 Luftballons. Und das war's auch schon, das zweite Finale. Linda. Danke, Olli. Ja, gern geschehen. Ich wollte noch mal kurz sagen, man kann sich nicht vorstellen, wie nervös man ist, wenn man hier vorne steht. Und ich bewundere jeden, der das hier schon mal gemacht hat. Man kann sich es wirklich nicht vorstellen, aber auch das sage ich immer. Man ist natürlich angespannt, hier ist Publikum, zu Hause ist Publikum, das Team im Rücken, die sagen, Mensch, wenn die jetzt hier was falsch sagt, die läuft nach Hause. Linda, ich glaube, so viel Sorgen solltest du dir nicht machen. Wir gucken jetzt einfach auf die Wand, okay, wie viele Punkte du geholt hast. Ja. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie eine Möglichkeit, sich über das aktuelle Fernsehprogramm zu informieren. Zeitung brachte 45, war auch die Top-Antwort. Du hast gesagt, Internet. Und das sagen 10 Leute, 126 Punkte. Das heißt, ihr braucht gerade mal 69 Punkte, um auf jeden Fall ins große Finale zu kommen. Nennen Sie etwas, das man mit den Füßen macht. Laufen, 26. Top-Antwort. Du hast gesagt? Aha. Tanzen. Tanzen sagen? Immerhin 12 Leute, 138 Punkte. Nennen Sie ein Getränk, das man meistens kalt trinkt. Limonade, 17. War nicht die Top-Antwort. Du hast gesagt? Bier. Du hast dich für die Top-Antwort entschieden. Bier sagen 35 Leute, 173 Punkte. Und aber, ich jetzt England gesagt, ne? Aber jetzt nennen Sie ein Land, oh nein, in dem es häufig regnet. England. Deutschland 28. Ja. Okay. Du sagst England, das wäre die Top-Antwort England gewesen. England war die Top-Antwort, ganz klar. Du dachtest, ja Mensch, die sind, immer so die sind ja immer so blass in Italien. Aber wer weiß, vielleicht sagen das ja jetzt 72 Leute. Ja. Italien sagen 0. Entschuldigung. Das heißt, da müssen noch ein paar Punkte her. Nennen Sie einen Song von Nena. Hanke hat dir einen Gefallen getan. Sie hat gesagt 100 ja. Luftballons. Hat gut vorgelegt. Sie hat also ein bisschen übrig gelassen für dich. Ja. Du hast also gesagt 99 Luftballons. Und das sagen 33, 206 Punkte, Linda, super! Großartig, kommt mit nach vorne! Sie sind auf jeden Fall im großen Finale. 99 Luftballons war natürlich die Top-Antwort in unserer nächsten Sendung. Mit dabei Mozzis Meute mit Thomas, Gina, Ginny, Marion und Ludger und 5 aus 4. Kai, Carla, Lucie, Botokai und Holger. Und Sie sind mit dabei, wenn es halt 5 gegen 5 Big Brother Spezial hier bei RTL 2. Und tschüss!